Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. In diesem Video zeige ich euch, wie man schnell und einfach eine Facebook-Fanpage erstellen kann. Also bleibt dabei, jetzt geht's los. Facebook-Fanpages kennt ihr alle. Das sind diese kleinen Community-Seiten bei Facebook, die man sehr schnell und einfach machen kann für Firmen, für Blogs, wie ich es jetzt hier habe, oder für Vereine, für Organisationen und. Ist ein perfekter Ort, um sich zu präsentieren und eine kleine Community aufzubauen. Nun werde ich immer wieder gefragt, ja Eric, wie erstellt man denn so eine Fanpage? Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Also, ihr loggt euch hier direkt in euer Facebook-Profil ein, das kennt ihr, und dann, wenn ihr nach unten scrollt, habt ihr hier den Button Seiten, den könnt ihr anklicken. Sobald es neu geladen worden ist, seht ihr alle Seiten, bei denen ihr bereits Fan seid. Und dann hat es rechts oben einen Button Seiten erstellen und darauf klicken wir jetzt. Und sobald das gemacht worden ist, haben wir zwei große Funktionen zur Auswahl. Und zwar, bei der ersten können wir auswählen, ja, bin ich ein Unternehmen oder eine Marke? Also habe ich irgendeine Service, eine Dienstleistung, ein Produkt oder sonst irgendwas, was ich vorstellen möchte, dann kann ich hier raufklicken. Bin ich aber eine Person, eine Gruppierung, ein Verein oder so, dann kann ich auch hier auf Gruppierung und Person des öffentlichen Lebens klicken. Wir möchten jetzt aber, weil ihr seid ja meistens Gründer oder habt eine kleine Firma, wo ihr einfach neu Facebook-Marketing betreiben wollt, dann klicken wir jetzt, nein, wir sind ein Unternehmen oder eine Marke und klicken hier auf Los geht's. Und als nächstes können wir eigentlich direkt den Namen der Seite definieren. Also wenn ihr irgendwie Holzschraubenfabrikant seid, dann schreibt ihr hin Müller Holzschraubenfabrikant. Oder schreibt hin, dass ihr Tiertherapeut XY seid oder was auch immer. Denkt einfach daran, die Leute müssen sich das merken können, wenn ihr da irgendwas Komisches schreibt wie ABCCC1256. Das kann sich niemand merken. Da weiß niemand, um was es da hier genau geht. Also wählt einfach euer Name aus. Euer Firmennamen, euer Blogname, was auch immer. Einfach, damit sich die Leute das merken können. Und dann müssen wir natürlich eine Kategorie definieren, einfach damit Facebook weiß, zu welcher Gruppe gehört das. Und dann könnt ihr da einfügen, ja, bin ich zum Beispiel ein Einzelhandel, dann gehe ich einfach mal hin und suche mir Einzelhandel. Ich gebe da einfach ein paar Buchstaben ein und dann ploppt hier das Ganze auf. Also ich bin dann kein Kaffeehaus, ich bin kein Einkaufsviertel. Ich bin ein Einzelhandelsunternehmen, könnte ich sein. Oder wenn ich Produkte herstelle, gehe ich mal schauen, ja, was bin ich da? Biete ich Produkte und Dienstleistungen an? Beauty, lokaler Dienstleister, Einzelhandel und so weiter. Da könnt ihr also viel machen. Ihr könnt auch Blogger hinschreiben, Social Media Agentur, rechtliches Einzelhandel. Wir machen jetzt einfach mal. Nun, was sind wir genau? Wir sind Einzelhandel. Wir produzieren was, also nehme ich jetzt einfach hier Produkt, Dienstleistung und dann klicke ich auf Weiter. Und jetzt wird eigentlich die ganze Fanpage bereits erstellt und vorbereitet. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis sich das dann eingerichtet hat. Als erstes könnt ihr dann direkt ein Profilbild hinzufügen, wenn ihr schon eins habt. Sonst gebt einfach auf Überspringen. Dann könnt ihr auch ein Titelbild nehmen, da könnt ihr einfach auf Überspringen klicken. Und nachher ist eigentlich die Fanpage bereit. Jetzt können also die Leute bereits beitreten. Natürlich brauchen wir jetzt noch ein Titelbild. Wir brauchen auch noch ein Avatar. Und da schlage ich Folgendes vor. Nun, Facebook verändert ja immer wieder die Bildergrößen, das Verhältnis der Bilder und so weiter. Und da muss man sich eigentlich auch gar nicht merken, dass ein Bild ungefähr so und so breit ist. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Es gibt es andere Blogger, andere Firmen, die erstellen nämlich immer wieder solche schöne Sheets, wo man dann alle Größen sieht. Ich werde nachher das verlinken, unten in den Kommentaren. Da könnt ihr das herunterladen und da seht ihr zum Beispiel, die vorgeschlagene Bildergröße ist 180x180.
Das Headerbild, das wir nachher brauchen, hat 812 mal 312 und so weiter. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit Photoshop arbeiten. Aber wer das nicht hat oder nicht möchte, kann auch zum Beispiel mit Canva arbeiten. Canva.com, eine sehr coole Seite. Da kann man nämlich direkt verschiedene Bilder online gestalten und herunterladen. Und wenn ich dann nämlich hier oben bei Facebook eingebe, dann habe ich hier das Facebook Cover und wie wir sehen, es wird 820 x 312 Pixel definiert. Da kann ich dann draufklicken und kann mir dann hier ein neues Bild generieren. Entweder kann ich neu anfangen oder ich scroll runter, suche mir ein passendes aus und verändere dann das da direkt. Ich habe gesagt, das ist Müller. Holzschrauben. Und nachher kann ich das einfach hier oben auf Herunterladen klicken, PNG, dann wird es gespeichert und auf meiner Festplatte heruntergeladen. Ja, und wenn es dann heruntergeladen ist, kann ich direkt hier wieder zur Müller Holzschraubenfabrikantenseite gehen. Ich klicke hier oben auf Titelbild hinzufügen, ein Foto hochladen, dann kann ich hier kurz kurz ein Bild auswählen, das habe ich ja vorhin ausgewählt und zack, ist es bereits oben und dann kann ich es abspeichern. So einfach ist es, geht sehr schnell, wie ihr gesehen habt. Ich habe jetzt bereits da oben ein Headerbild gemacht, jetzt könnte ich noch ein Avatarbild hochladen, einfach ein quadratisches Bild nehmen, hochladen, das lasse ich jetzt. Und dann können wir eigentlich bereits weitergehen und das Ganze noch fertig konfigurieren. Wenn ich dann nämlich hier auf Einstellungen klicke, auf der Seite, dann komme ich zu den Einstellungen von dieser Seite. Da kann ich zum Beispiel die Sichtbarkeit ändern. Also wenn ich zum Beispiel möchte, dass sie nicht öffentlich ist, dass sie versteckt ist, vielleicht möchtet ihr sie zuerst fertig aufbauen, dann könnt ihr das einstellen, hier draufklicken, Veränderung speichern. Wir möchten ja da nichts ändern, lasse ich so. Dann kann ich aber auch einstellen, dass jeder einen Beitrag veröffentlichen kann. Vor allem bei Firmen ist das immer wieder kritisch, wenn da jeder irgendwie selber Werbung reinmachen kann, dann kann ich das wirklich zulassen. Vielleicht möchte ich es auch zuerst überprüfen, kann ich auch machen. Wenn ich das zum Beispiel aktiviert habe, dann kann jeder etwas posten, aber es wird erst veröffentlicht, wenn ich es freigebe als Administrator. Auch sehr praktisch. Dann kann ich zum Beispiel einstellen, dass es nur in gewissen Ländern sichtbar ist. Wenn ihr zum Beispiel nur ein Schweizer Produkt habt und ihr möchtet nur Schweizer haben, kann man machen. Bringt nicht viel, weil es geht ja hier ein bisschen eine Community aufbauen. Vielleicht möchtet ihr auch eine internationale Community aufbauen. Aber wenn ihr irgendwie so ein Gewaffer seid in einem Seitental vom Emmental, dann interessiert euch irgendwie die Franzosen oder die Deutschen nicht, dann könnt ihr das auch einschränken. Aber dann müsst ihr einfach wissen, es gibt dann viel weniger Zuschauer und Zuhörer. Ja, was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel noch einstellen, dass es mehrsprachige Beiträge gibt. Kann man einstellen, lasse ich jetzt weg. Du kannst aber auch viele andere Sachen machen, zum Beispiel die Seiteninfos anpassen. Da kannst du dann eine Beschreibung deiner Fanpage machen, damit sie sich auch ein bisschen leichter finden. Und hier könnte man dann auch die Kategorie ändern. Also wir haben ja vorhin die Produktdienstleistung ausgewählt, ihr erinnert euch. Ganz am Anfang, da könnt ihr auch dann etwas ändern. Hier könnt ihr dann die Telefonnummer eingeben, Webseite, E-Mail-Adresse, hier die Adresse, hier die Öffnungszeiten natürlich. Und vor allem für die Leute, die in Deutschland sind, das Impressum. Ihr wisst ja, wenn ihr nicht Impressum und solchen Quatsch einbindet, dann wird man in Deutschland sehr schnell abgemahnt. In der Schweiz kann man es machen, muss man es nicht. Bei uns reicht es meistens, wenn man irgendwo einen Link setzt oder was auch immer. Da kannst du noch solche Einstellungen machen. Hier hast du die Nachrichten, die du einstellen kannst. Ja, zum Beispiel kann man hier einstellen, dass man die Besucher begrüßen möchte. Also wenn ich da dann draufklicke, würde jetzt die Meldung kommen, hallo, der Name. Danke, dass du uns über den Facebook Messenger kontaktierst. Gerne beantworten wir alle deine Fragen. Hier kannst du das verändern und dann siehst du, wie das aussieht. Dann kannst du aber auch eine automatische Antwort eingeben. Also stell dir vor,
du bist nicht 24 Stunden online, sondern du sagst, ja, ich bin nur morgens zwischen 8 und 12 erreichbar. Und der Kunde besucht dich irgendwie abends 17 Uhr, 18 Uhr. Dann schreibt das rein und dann erwartet er natürlich, dass du auch möglichst schnell antwortest. Wenn du ihm eine automatisierte Antwort gibst, dann kannst du ihm zum Beispiel sagen, ja du, ich beantworte nur morgens zwischen 8 und 12 Social Media Posts, bitte warte bis dann, wenn es ganz dringend ist, ruf an oder schreib eine Mail oder was auch immer. Das kannst du hier einrichten. Was auch noch gut ist, wenn du mehrere Personen hast in deinem Unternehmen, die deine Fanpage bearbeiten, dann kannst du den Leuten hier noch Rollen zuweisen. Da gibst du einfach hier den Namen ein und kannst hier auswählen, ist es jetzt ein Administrator, der das auch solche Möglichkeiten zum Dinge einzustellen, ein Moderator, der kann also Beiträge freischalten oder selbst kommentieren oder posten. Dann haben wir noch jemand, der Werbetreibender ist, also der zum Werbekonto Zugang hat, und ein Analyst, der wieder einfach nur eingeschränkte Insights Zugriff hat. Kannst du dann hier definieren und dann wird der hier aufgelistet. Ich bin jetzt alleine, also brauchen wir das nicht. Als nächstes möchten wir natürlich einstellen, ja, wer postet bei uns auf unserer Seite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Name ist Erik Oliver Mechler, wisst ihr alle, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beitrag poste, ja, steht dann da oben gepostet von Erik Oliver Mechler oder steht da gepostet von Müller Holzschraubenfabrikant, wie in diesem Beispiel. Und das kann ich hier unter Beitragsattributen definieren. Also wenn ich jetzt hier das obere Feld einklicke, das ist immer per Default, also die Voreinstellung ist immer so, dass eigentlich jeder Post, den ich jetzt mache, wird als Müller-Holz-Schraubenfabrikant gepostet und nicht als Erik Mechler gepostet. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt verschiedene Leute habt und ihr möchtet auch gerne, dass die Leute die Administratoren mit Namen anreden, dann könnt ihr das doch auch machen. Aber dann merken auch die Leute, dass hier jemand anders noch Zugriff hat. Wenn man dann natürlich alles unter dem gleichen Namen postet, dann kann ich was posten, dann kann mein Administrator oder mein anderer Moderator was posten und es hat den gleichen Absender. Das ist eigentlich der kleine Trick. Nun, als letztes möchte ich euch noch die Benachrichtigungen ans Herz legen, vor allem wenn ihr eine Fanpage habt, die dann wirklich hunderte von Leuten hat und hunderte von Leuten hat, die die Seite gefallen hat, dann wird es sehr schnell mühsam, denn bekommt jedes Mal, wenn jemand ein Like klickt, eine Mitteilung und die könnt ihr hier unter Benachrichtigungen einschalten. Also ihr könnt zum Beispiel einschalten, dass man bei neuen Seitenbewertungen keine Nachricht erhält, deaktiviert, oder man kann es auch aktivieren, da müsst ihr einfach draufklicken. Oder hat jemand einen neuen Beitragskommentar gemacht, aktivieren, klicken, und jetzt werdet ihr immer benachrichtigt, wenn jemand was kommentiert hat. Das kann natürlich sehr gut sein, sehr zum Vorteil für euch sein als Administrator, damit man ein bisschen den Übersicht hat, aber mich nervt es immer wieder, wenn ich da unnütze Benachrichtigungen erhalte, darum habe ich das meistens alles deaktiviert. Ja, dann haben wir hier oben Postfach. Also wenn jemand euch was geschrieben hat, dann wird das hier auftauchen, aufleuchten. Hier unter Insights natürlich die Statistiken. Jetzt sieht man natürlich noch nicht viel. Und ja, da kann man dann noch Marketing-Sachen machen, Anzeigen schalten und so weiter. Ihr habt jetzt aber gesehen, es ist sehr einfach, so eine Fanpage zu erstellen. Ich habe jetzt den Weg gewählt außerhalb vom Business Manager. Der Business Manager ist ja ein Tool, das man eigentlich verwenden sollte, vor allem wenn man mehrere Seiten verwendet, mehrere Seiten administriert, Werbekonten hat und so weiter. Einfach, wenn mehrere Leute an der gleichen Seite arbeiten, im gleichen Unternehmen, im gleichen Online-Marketing-Abteilung arbeiten, schaltet man gerne den Business Manager ein. Er hat ein bisschen Vorteile, er hat aber auch ein bisschen Nachteile. Da müsst ihr euch immer wieder entscheiden, ob ihr den Business Manager haben wollt oder nicht. Wenn ihr aber alleine seid, dann vergesst ihn mal. Könnt ihr dann innerhalb einem Jahr, einem halben Jahr, dann mal überlegen, ob euch das vielleicht doch gefallen würde. Ja, ihr habt jetzt gesehen, es ist eigentlich sehr einfach, eine Facebook-Fanpage zu erstellen. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit eurer Fanpage. Bis zum nächsten Video. Tschüss, damit, ciao.